Hallo, mein lieber Steinbock, willkommen zurück. Willkommen zu deiner Legung für dich und die Liebe. Eine zeitlose Tarotbotschaft für die kommenden 3 bis 4 Wochen. Ich schaue mir hier gleich deine Energie an. Ich schaue mir dein Gegenüber an. Das ist wirklich interessant. Also, wir werden den Menschen, auf den du hier schaust, vertiefen. Bitte beachte, wir sind bei YouTube. Allgemeine Kartenlegung und für alle Männer, die hier zusehen, ich lege die Karten aus der Sicht einer Frau, welche auf einen Mann schaut und am Ende der Kartenlegung werde ich euch eine Orakelkarte aus dem Engel-Orakel ziehen. Also dranbleiben lohnt sich und wir starten auch schon. Private Kartenlegung bei mir kannst du gerne buchen. E-Mail-Adresse dazu findest du in der Infobox. Okay, ihr Lieben, 9 der Schwerter unter dem Deck, 5 Karten habe ich ausgelegt. Jede beinhaltet eine spezielle Frage und ich werde die Karten sicherlich vertiefen. Wir starten mit deiner aktuellen Energie. 9 der Schwerter unter dem Deck, 6 der Stäbe auf dem Tisch. Ich brauche noch 1, 2 Karten. Okay, ich habe mich tatsächlich nicht getraut, auf so zu deuten und auf meine Intuition zu hören, die aber richtig war, weil die 6 der Stäbe mich ein wenig irritiert haben. Meine erste Deutung, mein erster Impuls in Kombination mit diesen 9 der Schwertern unter dem Deck war, du überlegst gerade, und zwar immer und immer wiederkehrend, was du brauchst, um glücklich zu sein. Sehr widersprüchliche Karten, ne? Die 6 der Stäbe, die 9 der Schwerter, sehr, sehr widersprüchlich. Und ich nehme dich aktuell und auch in der kommenden Zeit hier ja, mit einigen Sorgen wahr, mit Problemen wahr, mit Belastungen wahr, vielleicht auch mit viel zu viel Arbeit, die auf deinen Schultern lastet, mit viel zu vielen Verpflichtungen, Aufgaben und vielleicht auch mit viel zu vielen Problemen emotionaler Hinsicht, die dich sehr beschäftigen. Ich nehme hier eine allgemeine Unzufriedenheit wahr, die du in dir verspürst. Aber ich nehme hier auch so eine Unklarheit wahr und so eine zwiespältig zweifelnde Energie, die dich fragen lässt, was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Es geht mir nicht richtig gut, es geht mir nicht richtig schlecht. Es plätschert vielleicht alles so dahin. Ich bin oft an meinen Grenzen angelangt. Eigentlich würde ich mir für mein Leben wahrscheinlich was ganz anderes wünschen. Aber was ist das? Was brauche ich dafür? Das ist die Energie, mein lieber Steinbock, in der ich dich hier ganz, ganz deutlich reinbekomme. Wenn du dich nicht so fühlst, ist das nicht deine Legung. Okay? Die Energie des Mannes, auf den du schaust, in Bezug auf dich, seine Gedanken, Gefühle, seine Energie in Bezug auf dich. Auch hier möchte ich gerne vertiefen. Der Kelche unter dem Deck.
Die Königin der Stäbe bist für mich du. Ich habe gerade kurz reinfühlen müssen, ob das die Energie deines Gegenübers ist. Das bist für mich du. Wir schauen hier auf einen Mann, der dich sehr attraktiv findet, sexuell anziehend findet, der emotional involviert ist in eure Situation, der aber zu dir auch eine emotionale Distanz verspürt. Das ist das, was mir hier ganz stark reinkommt. Und dieser Mann hat hier auch den Eindruck, egal was er tut, egal was er macht, egal was er ausprobiert, es passt nicht. Es ist nie genug. Es reicht nicht aus. Er kann dir das Wasser nicht reichen. Du bist viel stärker als er, viel dominanter als er. Du gibst den Ton an und er kommt da einfach nicht hinterher. Das ist die Energie, die mir ganz, ganz, ganz stark reinkommt. Und mit den 7 der Kelchen nehme ich hier wahr, dass dieser Mann mit der Situation oder mit seinem emotionalen Zustand, mit eurer Verbindung, mit eurer Dynamik zeitweise überfordert ist, dass er vielleicht gar nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Mit den 7 der Kelchen, ich sage es immer ungerne, besteht hier aber auch die Möglichkeit, dass dieser Mann eine Wahlmöglichkeit hat. Du wirst es vielleicht wissen, ob es so ist. Und dass einem hier diese Auswahl, die Entscheidung unglaublich schwer fällt. Eure Verbindung aus seiner Sicht. Schmerzhaft. Schmerzhaft, konfliktgeladen. Vielleicht ist hier auch die Liebe ein Stück weit verloren gegangen, auf der Strecke geblieben. Es tut auf jeden Fall weh. Und man macht sich hier Gedanken über die Zukunft. Man wünscht sich hier Klarheit über die Zukunft, was einen vielleicht erwartet, ob es hier nochmal eine harmonische, schöne Situation, nicht zu so schmerzvolle Situation zwischen euch gibt. Ich könnte mir vorstellen, ihr Lieben, dass ihr mit diesem Mann tatsächlich auch eine feste Beziehung führt. Unter Umständen seid ihr verheiratet, ihr wohnt zusammen, ihr lebt zusammen. Oder man macht sich halt gerade Gedanken darüber. Vielleicht war das euer Plan, euer Ziel für die nahe Zukunft, zusammenzuziehen, eine Familie zu gründen, etwas Gemeinsames aufzubauen. Und aufgrund dieser Situation, aufgrund dieses Herzschmerzes, macht man sich einfach Gedanken darüber, wünscht sich hier Klarheit, ob das in Zukunft überhaupt sinnvoll ist, ob das stattfinden wird. Und wenn ihr in dieser Verbindung schon so lebt, macht dieser Mann sich Gedanken darüber, ob es denn so weiterlaufen wird, dass ihr diese stabile Situation in eurer Komfortzone aufrechterhalten könnt. Ich nehme hier so eine sehr zwiespältige Energie wahr seitens deines Gegenübers. Was hat er denn für Pläne in deine Richtung? Schaut, hier ist der König der Stäbe. Ne? Ich habe gerade eben gesagt, diese Energie bist für mich du. Und das ist für mich er, ein Paar. Pläne in deine Richtung, dieser. Ich brauche noch eine Karte. Ich glaube, man weiß es hier gar nicht so recht. Und ich deute jetzt mal das, was mir als allererstes reinkam, auch eben in der Kombi mit den 7 Kelchen.
Und in Anbetracht der drei der Schwerter, wo ich sagte, es besteht hier durchweg die Möglichkeit, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Dieser Mann hat mit sich einen inneren Konflikt. Es geht hier um Konkurrenz, entweder auf deiner Seite oder auf seiner Seite. Hier mischen mehrere Leute mit. Ihr zwei seid nicht alleine. Und man überlegt hier, trotz dieser unsicheren Energie, die ja auch in einem selber sein kann, also wenn man hin und her gerissen ist, nicht weiß, was man tun soll in Bezug auf eine bestimmte Sache, das ist die Karte 5 der Stäbe. Ich bin in einem inneren Konflikt mit mir selber. Soll ich eine Sache beenden? Soll ich eine Sache neu starten? Ihr noch eine Chance geben? Oder bleibe ich bei meinen Münzen? Bleibe ich bei meinem gedeckten Tisch, bei dem, was ich habe? Halte ich das Feste, was ich habe? Ich weiß ja, was ich habe. Jeden Abend steht hier Brot und Käse und Trauben auf dem Tisch. Ich weiß, was ich habe. Das ist mir sicher. Genauso wie die Königin der Münzen mir sicher ist. Und das bist auch du, mein lieber Steinbock. Eine treue Partnerin, eine Partnerin, die zur Seite steht, auch wenn es schwierig wird. Eine Partnerin mit dem Fokus auf das, was sie sich erschaffen hat, auf sehr viel Materielles, natürlich, aber auch auf Werte, auf gemeinsame Zeiten, also das Geld spielt hier schon natürlich eine Rolle, aber ich denke so, der Ausdruck Komfortzone ist hier eher angebracht. Seine Pläne. Ich frage noch einmal, dieser Mann weiß nicht, was er tun soll. Wird, glaube ich, hier eine unerwartete, schnelle Kommunikation geben. Unerwartete, schnelle Leidenschaft. Möglicherweise gar nicht in sexueller Hinsicht, sondern in der Hinsicht leidenschaftlicher Kommunikation, Ideen, dass man etwas zum Wachsen bringt. Unerwartet und schnell. In welche Richtung das gehen wird, kann ich dir hier nicht sagen. Also natürlich geht die Kommunikation in deine Richtung. Das war ja auch die Frage. Ich weiß aber nicht mit welchem Inhalt. Welchen Inhalt wird denn diese Kommunikation mit sich bringen? Okay, eine neue Chance, möglicherweise. Ja, vielleicht auch, dass man sich hier selber lieben möchte und dass man hier momentan kein Wachstum sieht. Dass irgendwas stagniert, dass die Liebe eingefroren ist, dass man hier keinen Ausweg weiß. Vielleicht wird dieser Mann einfach mal das zur Sprache bringen, was er fühlt. Und dann könntest du auch das zur Sprache bringen, was du denkst und was du fühlst. Was ist denn deine Tippenergie? Ganz klar die Botschaft hier, nichts mehr zu investieren, dich zurückzuziehen. Und ich sage so ein bisschen auf entweder auf die Scheidung oder auf eine Entscheidung zu warten, auf ein Gleichgewicht zu warten, auf das zu warten, was dir gegeben wird. Auf jeden Fall nehme ich hier wahr, dass du hier nicht in Aktion gehen solltest. Fokus auf dich. Mein lieber Steinbock, du darfst dir nun in deinem Kopf eine Frage stellen in Bezug auf deinen Menschen, auf dich, auf eure Situation, das, was du möchtest. Die Frage sollte im besten Falle mit Ja oder Nein beantwortet werden können, weil das hier bei diesem Orakel möglich ist. Wenn du Zeit brauchst, halte das Video an.
werde auch die Frage nicht weiter oder die Antwort des Orakels nicht weiter kommentieren. Ich werde sie euch zeigen. Und jeder darf damit machen und mitnehmen, was er möchte. Suche nach einem Zeichen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Zeit, für euer Vertrauen, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!